Herzlich willkommen auf unserem Kanal Celebrity Deathmatch. Michael Lenten, der Engel auf Erden, war ein teuflischer Sexist und ein ungehobelter Macho am Set seiner Kultserie Unsere kleine Farm. Das behauptet Lentens Serien-Ehefrau Karen Gressel in ihrer Autobiografie und wirft dem 91 Verstorbenen vor, ihren Körper verunglimpft und ekelhafte Witze über Sex gemacht zu haben. Jetzt werden die Aussagen der 79-Jährigen bestätigt von Ex-Kollegin Alison Arngrim. Alison Arngrim packt über Lenten aus. Die Leute hielten ihn für den biederen Pharmatypen aus der Serie. In Wirklichkeit fuhr er Ferrari, war dreifach verheiratet und ein verrückter Bad Boy-Typ, der trank, rauchte und anrüchige Witze erzählte. Die heute 59-Jährige war zu Serienzeiten noch ein Teenager und kam selbst bestens mit Lenten aus. Er war aus meiner Sicht unglaublich exzentrisch, umwerfend witzig, enorm talentiert und ein fantastisch verrückter Typ. Im Nachhinein kann sie allerdings die Sicht von Gressel nachvollziehen. Er hat eine sehr sexistische, alkoholvernebelte Stimmung am Set verbreitet. Er hat geflucht, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass Karen sehr religiös war und es hasste, wenn er sich so benahm. Auf der anderen Seite arbeitete sich Lenten, der auch Produzent war, die Seele vom Leib. Er schien kaum zu schlafen und wurde von dieser schier manischen Energie angetrieben. Mit der hat er einige Leute zum Wahnsinn getrieben. Arngrim kann sich an viele explosionsartige Streits zwischen Lenten und seinen ehemaligen Drehpartnern, insbesondere mit Gressel, erinnern. Deshalb haben sie eine entmilitarisierte Zone gehabt, die Schminkgarderobe. Dort haben sie immer wieder ihre Differenzen beigelegt. Ich fand das Ganze immer zum Schießen komisch, was da abging, aber andere fanden dies sicher nicht. Nelly hatte auch gut lachen, denn als Kinderstar bekam sie genauso viel Gage wie Gressel, worüber sie sich bitter beschwerte. Lenten hat mich ausgelacht, als ich dieselbe Gage haben wollte wie er. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal.